sportliche Zweimann-Kielboote mit elegantem Aussehen und hoher Beliebtheit bei den Seglern. Kurz gesagt, die Dias. Die Dias ist eigentlich bei allen Winden sehr gut zu segeln. Relativ einfach im Handling und nicht ganz so kipplig wie eine Jolle. Und kann man auch mit einer gemischten Crew segeln. Im Zuge der Travemünder Woche findet die internationale deutsche Meisterschaft der Dias-Segler statt. Aktuell führen Andreas Linke und Andreas Malcher vor dem Duo Michael Schmohl und Ralf Ostertag. Die faszinierenden Aufnahmen vom Wasser und die Performance der Teilnehmer sorgte für große Begeisterung beim Publikum am SAP Sail Kiel. Ich glaube, wir waren an der Kreuz sehr schnell heute und haben im ersten Race einen ganz guten Start auch gefahren und haben das dann eigentlich ganz gut nach Hause gebracht. Nach dem deutschen Meisterschaftsrennen ist vor dem SAP Trave Race. Beim täglichen Highlight zeigten die Dias-Segler erneut all ihr Können. Allerdings diesmal auch ganz nah am Zuschauer. Ich habe ja heute wahrscheinlich den Stand meines Lebens hier gebracht, als ich da auf der Ziellinie gekentert bin. Und der Mast, die Mastspitze, die gekenterte Mastspitze, das erste war, was im Ziel war. Meisterschaft und SAP Trave Race. Die Dias-Segler haben gezeigt, warum dieses Boot so beliebt ist. Alle Infos zu den Rennen der Travemünder Woche finden Sie unter livecenter.travemünder-woche.com.